Jo, Freunde, und herzlich willkommen zu einem kleinen Koch-Vlog wieder mal. Nach längerer Zeit, das erste Video. Ja, wir kochen jetzt Pancakes. Pancakes. Wir brauchen nicht wirklich viel dafür, hier seht ihr das. Hier haben wir es auch schon vorbereitet. Diesmal koche ich und nächstes der Kameramann Uwe. Ich bin der Kameramann. Wir sind gerade aufgestanden, deswegen kochen wir jetzt auch sowas mal. Ja, deswegen sehen wir auch dementsprechend schlimmer aus. Gut, bis dahin. Thinking that you're rebellious. You got a belly button ring, but you barely is. And ain't nobody here celibate. I just wanna love you for a long time. I just wanna pick you up and then toss you around in that body, girl. So, Leute, das mit dem Schlagen hier hat nicht so wirklich funktioniert. Denn wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Das sollte aber auch egal sein. Wir probieren es jetzt noch ohne. Und wenn es nicht klappt, seht ihr ja das Endergebnis. Bis gleich. So, Leute, wir müssen jetzt dieses Eigelb mit dieser sauren Sahne verschlagen, bedeutet, wir müssen jetzt bis hierhin auffüllen und das mache ich. 150 Milliliter an der Zahl. Oh. Ihr seid live dabei. Ich dachte, das ist flüssiger. So, jetzt muss da noch Mehl rein. So. Jetzt ist die Butter verlaufen und wir tun. Das könnte sein, dass das ein bisschen zu flüssig ist. Flüssig ist. Wegen dem fehlenden Maischnee. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal. Okay. Hey, 2 Löffel pro? 2 bis 3. Esslöffel pro Pancake eigentlich. Machen wir die mal einzeln? Ja, ne? Ja. Nein, kann natürlich sonst nicht. Okay. Ich glaube, die werden nicht dick, oder? Nee. Hm. Soll ich noch einen Löffel drauf tun? Nee. Okay. Ja. Hast du jetzt das Hebeteil? Das liegt nicht hier drin. Nicht. Hä? Ich hab's gerade abgewaschen, Leute. Hier liegt es. Okay, man soll das jetzt so lange da drin liegen lassen, bis der Teig fest ist und dann umdrehen. Woran erkenne ich, ob der Teig fest ist? Es riecht verbrannt. Leute, es riecht verbrannt. Ah! Wartet, Leute, Vorsichtsmaßnahmen. Ich hab gesagt, das könnte spritzen. Mach halt so ein. Jetzt kannst du aber noch nicht wetten. Damn it! Schaff das! Jetzt kannst du ihn wenden, glaube ich, ne? Was denn? Ah, Leute! Jetzt die zweite Seite goldbraun war. Jo. Boah, es riecht so heftig verbrannt. Ah, es tut richtig weh in der Nase. So, wir sind jetzt fertig. Die Pfanne ist leer, der Teig ist leer. Da, die Schüssel wird schon abgespült. Und wir haben uns jetzt dazu entschieden, in den Teig ein bisschen Farbe reinzumachen. Jetzt haben wir hier blaue Pancakes. Oh, lecker blau. Und... naja. Normale Pancakes und... das da... das ist ein unappetitlich ausschauender lilaner Haufen. Jo, Karim ist gerade auf Toilette und wir essen die jetzt noch schnell. Wissen noch nicht, was wir da für ein Topping drauf machen, aber das war's dann mit dem Toch-Tutorial und das war's jetzt und ich hoffe, es hat euch gefallen und so. Gekocht haben wir ja, es sieht nicht gerade lecker aus, weil eigentlich dieses pinke Teil da, nee, lila Teil, sorry. Und ich verabschiede mich dann hiermit von euch einfach mal im Namen von uns beiden. Oh, da steht jetzt Dopapier, weil wir da was vom Herd wegwischen mussten. Und jo, na dann Leute, verabschiede ich mich jetzt und ciao.